Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Gelb, meine Damen und Herren. Ich habe das jetzt hier eingestellt, dass wir jetzt hier 60 FPS haben. Ja, ich weiß nicht, warum ich 30 FPS gemacht habe. Vielleicht wahrscheinlich wegen dem Soundbug. Ich guck mal, ob das jetzt hier so klappt mit dem 60 FPS. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir das wirklich in 30 FPS machen. Ja, nichtsdestotrotz, erstmal schauen wir uns hier in Fuxana City ein bisschen rum. Ich habe auch gesehen, dass wir hier im Goldwärterhaus, im Wärterhaus, hier vergessen haben, das hier einzusetzen, Stärke. Und es gibt hier übrigens keinen Attackenverlerner. Und Sonderbomben haben wir hier bekommen, schön. Was ist das hier? Fotos von Pokémon und Fossilien. Okay, ja, okay, ich weiß jetzt, warum ich das gemacht habe. Ihr seht schon. Ja. Ja. Naja, so, jetzt ist es halt 30 FPS. Ich hab's ja gesagt. Oh. Naja, aber ist auch besser so, weil, scheiß auf die 60 FPS. Ich glaube, hier ist halt nicht mal so ein krasser und ich glaube, es ist nicht mal so krass jetzt hier der Unterschied zwischen 30 FPS und 60 FPS. Es juckt halt überhaupt nicht bei Pokémon Gelb, denke ich mal. Ist ja auch egal. Ich bin der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne, ja? Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. So, jetzt habe ich die beste Angel, die es gibt. Okay, jetzt kommen wir hier Rinder. Und was bringt mir das? Gibt es hier ein Item? Ich glaube, hier dürfte es ein Item geben. Nö, gibt's nicht. Naja. Warte mal, in der Mülltonne können wir ja gucken. Warte mal, da ist ja eine Mülltonne und da gibt's, kann da immer was drin sein. Und ne, ich kann da A drücken, aber es passiert absolut nichts. Es kommt nicht mal eine Meldung oder sowas. Ja. Auf jeden Fall, hier gibt es keinen Attackenverlerner in diesem Spiel. Damit ihr Bescheid wisst. Was geht? Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Die Pokémon-Safari ist ideal, um Pokémon zu fangen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall das hier gesehen. Das ist das, Pokémon-Paradies. Da können wir ja gleich auch nochmal hin. So, was geht? Ist Sarah. Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Okay. Name Phlegmon. Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Okay, hier sieht man nochmal hier die ganzen Pokémon. Ist halt wie so ein Zoo aufgebaut. Eigentlich ganz cool. Name Chanaira. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Also ich finde es hier schade, dass es in der ersten Generation, wie gesagt, keinen Attackenverleiher gibt. Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon. Ja, natürlich, mein Freund. Name Voltoball, dieses Pokémon erhielt einem Pokéball. Sehr schön. Name Lapras, der König der Meere. Wo ist denn das Lapras? Warst du schon auf Pokémon Safari? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Ja, waren wir schon, Bro. Das ist, glaube ich, Ammonitas. Name Ammonitas, ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. Nein! Mann. Hab's auch schon gesehen. So, wir haben jetzt auch hier ein bisschen eine Zootour gemacht. Das ist an sich eigentlich auch mal was Cooles, so die Stadt ein bisschen zu sehen. Kangama-Name, ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt. Pokémon Safari. So, da ist die Pokémon Safari. Gut. Gehen wir trotzdem nochmal ins Pokémon-Paradies. Den Zoo haben wir uns jetzt, glaube ich, komplett angeguckt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich denke aber schon. So. Phlegmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener Urzeit-Pokémon. Der Wärter trägt den Spitznamen Phlegmon. Er und Phlegmon ähneln sich sehr. Stimmt, Alter. Mit denen habe ich schon geredet. Was ist das für ein... Okay, das können wir nicht anklicken. Phlegmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Der hat doch Zähne wieder. Ja gut, hier waren wir schon mal.
Gut, Safari-Zone waren wir ja auch schon hier. Ja, an sich war es das auch mit dieser Stadt, ihr seht schon selber. Aber hier gibt es ja noch ein Haus. Ja, das wollen wir uns trotzdem nochmal angucken und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Ich glaube aber, ich werde in diesem Part einfach nur Zapdos fangen. Der Wärter der Safari-Zone ist sehr alt, aber er ist noch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Okay. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Ja, hat er. Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat er gerne alles Mögliche gesammelt. Ist doch schön. Ja gut, also ihr seht schon hier, wir haben jetzt hier auch den Soundbug jetzt hier behoben. Das ist halt, das liegt halt echt daran, dass ich 60 FPS einstelle. Warum auch immer das nicht geht, ist halt schade, aber was will man machen? Dann ist es halt so bei den Gameboy-Spielen, dann können wir das halt nur in 30 FPS machen. Juckt an sich auch nicht großartig. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall, ich würde gern zum Kraftwerk. Das ist halt das Ding. Haben wir kein Taubsi oder sowas, dass wir schnell Fliegen beibringen können? Habe ich wirklich keinen Taubsi oder so gefangen? Oder warte mal, wir benutzen mal Teleport. Ich weiß nicht, welches Pokécenter wir als letztes waren. Ich glaube in Prismania City sogar. Nee, hier. Toll. Ja gut, ich gucke jetzt mal wirklich, ob wir hier nicht vielleicht noch ein Pokémon haben. Ich war. Ach komm, wir tun jetzt mal irgendein Pokémon hier rein. Zerstörer, komm. Danke, Radfratz Vogel. Okay, wir haben jetzt einen Vogel. Vogel. Nice, jetzt kann er fliegen. Gut, was ist Term 41? Weichei, brauchen wir nicht. Na gut, dann tue ich mal die TMs jetzt einfach mal. Zumindest Term 41. Okay, Profi-Angelwerber nicht brauchen. Aber ich habe das jetzt einfach zur Vollständigkeitshalber drin. So, Term 41 war ja Weichei. Pokéflöte braucht man nicht mehr. So, ich weiß jetzt gerade nicht, was TM 16 ist. Wir entlernen unseren Beutel auf jeden Fall jetzt noch direkt. Zahltag brauchen wir nicht. Ja gut, dann können wir auch VM2 wieder reintun. Alter, wie viele unnötige Items man hier hat. Und man hat einfach so wenig Platz, die alle mitzunehmen. Das war halt das Problem bei der ersten Generation. Ja, das ist auf jeden Fall das schlimmste Problem, aber das macht es halt auch ein bisschen schwieriger dann, aber irgendwie macht es halt nicht wirklich schwieriger, sondern es macht es einfach nur nerviger, finde ich zumindest. So, fliegen, wir gehen jetzt zu, ich glaube, Azuria City kommst du, oder ich glaube, von Lavandia aus kommst du dann nämlich. Ne, du kommst von Lavandia, glaube ich, da gar nicht rüber, ne? Ne, ich glaube, wir müssen ja diesen Tunnel hier überqueren und dann. Stimmt, der hat Blitz. So, dann machen wir jetzt Superschutz. Nein,
Eigentlich hätten wir auch von Azuria City da hingehen können, oder nicht? Alter, es ist ein langer Weg. Ja, natürlich wirkt Schutz nicht mehr, Alter. Das ist ein ewig langer Weg, Mann. Dass der irgendwann nicht wirkt, ist ja ganz klar. Guck mal, wie weit das hier einfach geht. What the fuck, Mann. Und das haben wir ja alles in den früheren Verlauf gemacht. Ja, ihr seht schon. Wir hätten einfach über Azuria City eigentlich gehen müssen, die Idioten. Naja, ist ja auch Wayne. So, ab zum Kraftwerk, meine Damen und Herren. Dann fangen wir erstmal unser Zapdos und dann geht's ab zu den Seeschauminseln, wo wir auch Arktos fangen können. Einfach nur awesome. Ich denke mal, das ist auch so besser, dass wir das dann so geregelt haben. Weil an sich müssen wir so oder so zu den Seeschauminseln. Oder wir kommen da halt so gesehen vorbei. Ne? Ist das ein Trainer? Ich glaube, das war ein Trainer. Ich glaube, da hat Vogel-Pokémon. Was geht? Servus. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Ach, das ist kein Vogeltrainer. Okay. Na gut. Rihorn. Na gut, das ist ja richtig schlecht, dass ich Begleiter jetzt drin habe. So, okay, wir tun jetzt den hier rein. Zack, komm. Ein. Alter, wie sieht denn hier Surfer aus? Das sieht da komplett scheiße aus. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Die Animation. Schlurp, wir haben keinen Zerstörer, deswegen müssen wir den jetzt drin lassen und das ist so ein fettes Viech. Na gut, also es passt auf jeden Fall, wie wir das jetzt einteilen mit dem Kraftwerk, dass wir das zuerst machen. Und dann geht es halt wie gesagt zu den Zinnoberinseln und dann geht schon so Richtung, joa, das geht auf jeden Fall in Richtung letzter Kampf und alles. Damit ihr Bescheid wisst, es geht halt alles so in Richtung jetzt, wie soll ich das sagen? Naja, macht nix. Ja, so in Richtung Finale, so langsam. Wir sind jetzt kurz davor eigentlich. Hier ist das Kraftwerk. Ich habe hoffentlich noch Superschutz. Naja, habe ich leider nicht. Ich glaube hier, Carbon, ich glaube hier gibt es keine wilden Pokémon, sondern nur... Also ich bin mir nicht sicher, aber... Weil ich glaube, solche Bälle sind nämlich auch Voltoballs oder Elektroballs. Dafür brauchen wir halt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch Elektroball werden. Bzzz, genau. Das ist jetzt ein Elektroball oder Voltoball, keine Ahnung. Ne, nur ein Voltoball. Level 40. Ach du heilige Mutter Maria. Aber es dürfte ein One-Hit sein, also ich hoffe es zumindest. Ja, ja. Easy. Also ich glaube, hier gibt es wirklich keine wilden Pokémon. Bzzz. Aber hier können wir uns auch ein bisschen schön leveln, ne? Also, das ist wundervoll. Zack. Erdbeben, bam, bam, bam. Schon wieder ein Bzzz. Aber das Kraftwerk ist auf jeden Fall ziemlich verwirrend hier in dieser ersten Generation. Du halt nicht weißt, wo du lang musst und alles, das ist alles sehr, sehr verwirrend.
Okay, es gibt hier doch wilde Pokémon. Ach, das sind nur Magnetilos. Also wir hätten hier mit Superschutz oder sowas reinkommen sollen. Ja, das bereue ich jetzt schon, ey. Also ich fliehe lieber vor den Kämpfen hier. Ist mir zu blöd. Und ja, es ist sehr, sehr verwirrend. Also alle Wege jetzt hier zu bestreiten, werde ich jetzt, denke ich mal, nicht machen. Zumindest, naja doch, können wir eigentlich machen, aber ich komme dann später vielleicht zurück. Aber eigentlich will ich ja nur das Zapdos fangen, weil alles andere ist hier, glaube ich, eh nicht so krass. Also es sind wahrscheinlich nur, keine Ahnung, es sind halt ein paar Items oder sowas. Juckt jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich die euch nicht zeige oder sowas. Juckt es eigentlich überhaupt nicht. Hier gibt es halt keine Trainer. Ich überlege gerade einfach rauszugehen und einfach zum Pokécenter zu gehen. Wir haben eh noch ein Fluchtseil, also warum nicht? Wir holen... Wobei, was? Ja gut, dann gehen wir jetzt direkt in den Markt. Ist ja an sich Rain, wir können ja jederzeit dahin fliegen. Superschutz. Einfach für immer. So, wir haben jetzt genug Geld. Wir holen uns 35 Stück. Das reicht jetzt für immer. Wir haben ja noch 73.000. Also ihr seht schon selber, wie krass das ist. Aber das war aber alles noch für die Pokémon-Liga. Also werden wir uns noch ein bisschen auf jeden Fall aufsparen. Aber ich denke, so viel können wir auf jeden Fall ausgeben. So, Azuria City, let's go, boys. Aber nehmen wir nicht da direkt das Fahrrad. Komm, let's go. Ach ja, hier konnte man raus. Zack. Jetzt können wir Fahrrad benutzen. Da können wir ja Zerschneider benutzen. Da können wir hier weiter. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Und schon sind wir wieder hier. Ich weiß schon, wie schnell das so geht. Und ich sollte jetzt Superschutz eigentlich schon einsetzen. Superschutz ist wahrscheinlich hier ganz unten. Wir haben genug. Und jetzt können wir uns hier in Ruhe auch umgucken, so, wisst ihr? Ohne, dass die nervigen Viecher da immer kommen. Warte, das Schild haben wir, glaube ich, nicht gelesen. Kraftwerk, ja gut. Juckt Leute an sich jetzt halt. Hat an sich jetzt nicht wirklich gejuckt. So. Okay, wir können hier entlang und dann geht's da hier entlang. Wir sind, glaube ich, nicht nach unten gegangen, oder? Also hier ist nämlich eine Sackgasse und das ist gut. TM33, was ist das für eine TM? Reflektor, toll. Braucht keine Sau. Bzz. Also das hat sich hier absolut gar nicht gelohnt. Aber zumindest können wir einen Weg wenigstens ausschließen. Und aus diesen
kämpfen kannst du auch nicht abhauen. Aus diesen Voltoball-Kämpfen. Damit ihr Bescheid wisst. Ne? Gut. Ich will eigentlich nur immer mehr Sackgassen finden. Term 25. Donner! Wir können Donnerschock vergessen direkt. Holen wir uns Donner. Donner ist mega Bombe. Die stärkste Elektroattacke. Der Schutz wirkt nicht mehr. Okay, machen wir jetzt. Wieder drauf. Hier den Superschutz. Zack. Donner Awesome, Alter. So, das ist bestimmt Voltoball. Oh nein, du hast mich ja überrascht. Bzzz. Macht er immer noch. Bzzz, 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 bzzz. Bist du ein Honey Loops Fan? Oder warum machst du bzzz, 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 bzzz? Honey Loops sind Knusperringe. Bzzz, 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 bzzz. Nö, 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 nö. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal zwei Wege, glaube ich, abgeschlossen, so gesehen. Und ja, da gibt es halt nichts mehr. Was ist hier? Also ich glaube, hier rechts oben wäre eine Sackgasse und da gehe ich jetzt mal hin. Klären wir alles ab und unten ist ja auch noch irgendwas. Nachher hier waren wir ja stehen geblieben. Sonderbonbon, awesome. Wir haben jetzt 8 Sonderbonbons oder sowas, also eigentlich können wir auf jeden Fall welche benutzen. KP Plus auch noch, awesome. Ich glaube, wir konnten noch hier nach oben, ne? Genau, wir konnten dahin nach rechts. So. Dann haben wir nämlich hier auch die ganzen Items und dann können wir eigentlich den ganzen Weg weitergehen. Ja, dann haben wir auf jeden Fall jede Route abgeklärt. So. Boah. So, bzzz. Oh nein, du hast mich wieder überrascht. Hab ich ja gar nicht erwartet. Oh nein. Also ich glaube, wir sind aber Zapdos richtig nah. Wir sind richtig nah an Zapdos. Und ich werde den Part wahrscheinlich auch gegebenenfalls splitten einfach, falls das jetzt hier zu lang wird. Ich weiß halt nicht, wie lang das jetzt geht. Aber ich möchte das schon hier in einem Zack aufnehmen. Deswegen splitte ich dann einfach, wenn es zu lang wird. Aber ich denke, der wird schon länger sein. Und das ist jetzt zum ersten Mal ein Elektroball statt ein Voltoball. Und das ist sogar Level 43. Ich glaube nicht mal, dass ich den One-Hitte. Ja, super. Der macht schon, der macht's halt. Der zerstört sich jetzt selber, der Trottel. Und ich bin nicht mal gestorben. Vollidiot. Und ich glaube, hier war ein Item. Nee. Doch, ihr seht schon, Top-Elixier. Was macht ein Elixier überhaupt? Ich glaube, Top-Elixier füllt die AP von jedem Pokémon auf. Ne, nicht von jedem Pokémon, sondern ich meine von... Also alle Attacken von einem Pokémon füllt es, glaube ich, auf. Zumindest, soweit ich weiß. Also zumindest wissen wir jetzt den Weg und hier waren wir ja auch oben. Und hier waren wir noch gar nicht, meine Damen und Herren. Jetzt geht's auf jeden Fall in eine neue Richtung rein. Zack. Let's go, Boys. Und ich glaube, hier ist auch schon gleich Zapdos. Und hier ist schon mein Voltoball. Oder Elektroball. Ja, Elektroball sogar. Der macht bestimmt eh wieder das Finale. Das ist so sinnlos einfach.
Ne, Sternschauer. Der ist mal intelligent. Na gut, Sternschauer ist jetzt keine starke Attacke, aber... Naja, besser als Finale, ne? Ich glaube, der kann nur Finale und Sternschauer, kann das sein? Und das ist jetzt scheiße. Ich glaube, das reicht. Ah, oh, nice. So, Schutz wirkt nicht mehr, schon wieder. Na, na, na. Nein, ich will kein Carbon benutzen. Also noch nicht. Das können wir gleich benutzen, kein Stress. Aber wir haben jetzt erstmal noch alles voll. Wir haben unsere Tasche voll. Und ich glaube, hier ist gleich auch Zapdos. Ja, hier seht ihr schon. So, erstmal hier speichern davor, falls wir jetzt verkacken sollten und das Viech töten sollten aus Versehen. Passiert halt. Ne? Es ist ein Flug-Pokémon. Da bringt eigentlich Ding nix. Wut, weil Erdbeben bringt da überhaupt nichts. Wir könnten Eisstrahl benutzen. Um den jetzt einfach mal komplett zu schwächen.